zumindest gewisse Teile unserer Gesellschaft, mit dem Konsumieren beschäftigen oder mit dem Austausch darüber, was der andere konsumiert hat oder mit dem Zeigen auf Facebook, was ich gerade konsumiert habe, mit dem Hoffen, dass ich ein Like dafür bekomme, was ich gerade konsumiert habe. Das heißt also, dass der Konsumismus immer stärker unser Leben prägt. Freundschaft zurechtgemodelt. Die haben ihre Freundschaft zusammen nicht gekauft, aber also sie nutzen die Freunde, um sich selber darzustellen. Und da habe ich mir gedacht, dieses Konsumieren, das wir in der Fußgängerzone und in der Shopping Mall tun, das tun die beide auch mit ihrem Freundeskreis. Und das verleitete mich zu der Frage, okay, was macht dieser Konsumismus mit uns in Sachen Freundschaft, in Sachen partnerschaftlicher Freundschaft, in Sachen aber auch Freundschaft mit Kommilitonen oder mit anderen Bekannten. Und deshalb frage ich mich, was macht der Konsumismus nicht nur mit uns in Liebesfragen oder in Trauerfragen,